Die Stadt Bochum in der Mitte des 20. Jahrhunderts. Bochum ist Ruhrgebiet und so sieht es auch aus. War eine reine Malocherstadt. Hier wurde hart und schwer gearbeitet. Bis zur Kohlekrise. Die trifft Bochum früher als alle anderen. Und Bochum reagiert schneller als alle anderen. Aus der Bergbau wird eine Automobilstadt. Und aus der Automobil wird sogar eine Universitätsstadt. Ein Weltkonzern und eine neue Hochschule. Junge, wenn du vom Dorf kommst, von Stuttgart, was hast du zu bieten gegen Bochum? Und Bochum wandelt sich weiter zur Stadt der Unterhaltung. Im Schauspielhaus unter Peter Zadek, in der Musik mit Herbert Grönemeyer und in der Innenstadt durch das Kneipen- und Festivalviertel Bermuda-Dreieck. Kohle, Kadett und Kultur. Bochum, Stadt des schnellen Wandels. Nach 575 Jahren sind wir immer noch die Bochumer Jungens. Es gibt eine Konstante in der Geschichte der Stadt Bochum, das Maiabendfest. 1388 hatten Dortmunder Spießgesellen dem Grafen Engelbert sein Vieh gestohlen. Mutige Bochumer Junggesellen holten das Vieh wieder zurück und so entstand dieses Stadtfest. In dieser Zeit beginnt die Bochumer Jahresschau mit ihren Filmaufnahmen. Im Auftrag des Rates der Stadt wird das Leben in Bochum über 50 Jahre lang filmisch dokumentiert. Die ersten Bilder vom ersten Wandel. Die kriegszerstörte Innenstadt bekommt ein völlig neues Gesicht. Das Zentrum bildet nun der neue Hauptbahnhof. Zu einer Zeit, als die Züge noch Dampf machen. Der erste Personenzug machte Halt in Bochums neuem Hauptbahnhof. Oberbürgermeister Heinemann hatte es sich nicht nehmen lassen, auf dem Bahnsteig zu erscheinen und den Lokführer des Zuges mit einem Strauß roter Nelken zu überraschen. Dazu kommen noch viele weitere Neubauten, wie die Stadtwerke, das Arbeitsamt oder das Stadtbad. Damals das modernste Schwimmbad in Deutschland mit Neuheiten wie Ablaufrinnen und Bullaugen. In den ersten 10 Jahren nach dem Krieg wächst die Stadt von 250.000 auf 350.000 Einwohner. Es wird voll in Bochum. Zum großen Stadtparkfest kommen 250.000 Besucher. Es ist Sonntag, da trägt der Bergmann Anzug und die Dame ihr blumiges Ausgehkleid. Tanz und Frohsinn in vorbildlicher Haltung. Der Jugend wird mit diesem Fest Gelegenheit gegeben, im Geiste einer echten Feiergestaltung zum Lob der Heimat zu finden. Nach dem Wiederaufbau kommt der Neubau. Die Normalverbraucherfamilie, wie es damals hieß, kann es sich leisten, die alte Bergarbeitersiedlung zu verlassen und einen modernen Neubau zu beziehen. Eine luxuriöse Badewanne ersetzt den Badezuber. Ein Sinnbild. Goldene Jahre für die Bergleute in Bochum. Mein Vater ist Bergmann geworden, weil er da eine Wohnung bekam. Wir bekamen eine 3,5-Zimmer-Wohnung in der Prinzrennstraße, glaube ich, 52 Quadratmeter groß. Und hinterher waren wir zu viert. Und hatten zu viert ein Kinderzimmer. Neues Heim, sicheres Einkommen und sogar Arbeitsplätze für die Frauen.
Bei der Firma Grätz bauen schon ab 1956 über 1000 weibliche Montagearbeiterinnen die Fernsehgeräte zusammen. Doch das Stadtbild wird nach wie vor von der traditionellen Industrie geprägt. Wenn ordentlich gearbeitet wurde auf den Zechen, wir wohnten gar nicht so weit weg von einer, dann hat meine Mutter sich gut überlegt, wann sie denn die Bettwäsche nach draußen gehängt hat oder ob sie das lieber sein gelassen hat, weil man hat den Dreck in der Luft viel deutlicher mitbekommen. Der Boden durchdrungen von Kohle, der Horizont geprägt von Fördertürmen. Es ist für die Bochumer unvorstellbar, dass dieses Sinnbild für Wirtschaftskraft ins Wanken geraten könnte. Bis im Jahr 1959 die ersten schwarzen Fahnen zu sehen sind. Rund 12.000 Bergarbeiter aus Witten, Wattenscheid, Wanne-Eickel, Herne und aus Bochum selbst demonstrierten am 5. September in aller Öffentlichkeit gegen die Bedrohung ihrer Existenz. Kohle und Eisen sind viele Jahrzehnte lang die entscheidenden Träger der Bochumer Wirtschaft gewesen. Das änderte sich, als der Bergbau in eine Krise geriet, die besonders für unsere Stadt fühlbare Auswirkungen hatte. Bochum, einst Teil des wirtschaftlichen Aufstieges des Ruhrgebietes, ist jetzt auch Teil des Niedergangs. Also ich bin in einer Gegend groß geworden in Bochum, die sehr Bergarbeiter geprägt war. Und als das mit den Zechenstilllegungen losging, war einfach Entsetzen. Man war ja der Meinung, Kohlen braucht man immer. Und da passiert nichts. Und dann ging es in großem Maße los, dass Zechen stillgelegt wurden. Das war für die Leute ein Schock, der gar nicht beschreibbar war. Insgesamt 12 Großzechen sind in der Nachkriegszeit im Bochumer Raum entstanden. Die Bochumer Kohle ist teure Kohle. Der Grundwasserspiegel ist sehr hoch, das Gestein schwierig, der Ausbau der Schichte dementsprechend aufwendig. Trotzdem arbeiten in Bochum 1956 über 40.000 Bergleute. Doch innerhalb weniger Jahre halbiert sich diese Zahl. Durch die Absatzkrise der Steinkohle werden in Bochum jetzt Zechen geschlossen oder zusammengelegt. Heizöl ist zur günstigen Alternative geworden. Eine ernüchternde Bilanz. Sieben Zechen wurden ab 1959 stillgelegt. Von rund 43.000 bergbaulichen Arbeitsplätzen im Jahre 1956 gingen bis Ende 1962 rund 21.000 verloren. Die Schockwirkung auf die Bevölkerung war groß, wurde doch die bisher stärkste Stütze der Bochumer Wirtschaft, der Bergbau, auf eine halbe Beschäftigungsbasis reduziert. Im nördlichen Ruhrgebiet sind noch genug Arbeitsplätze im Bergbau zu finden. Doch nur wenige Bochumer besitzen ein Auto. Sie sind nicht mobil. Mit der Schließung jeder einzelnen Zeche gibt es mehrere tausend Bergleute, die sich fragen, was sie jetzt machen sollen. Es hört sich vielleicht ein bisschen dümmlich an, wenn man sagt, einmal Bergmann ist immer Bergmann. Aber es ist einfach so. Es war dein Job, aber du musstest damit fertig werden. Du musstest einfach sagen, zum gewissen Zeitpunkt, so, jetzt ist Schluss. Jetzt ist das zu Ende, du musst was anders machen in dem Fall. Und da war ich nicht nur alleine, waren auch viele andere. Sie sind Kumpel, haben vor Ort gearbeitet, ja, bis jetzt? Als Gesteinshauer. Als Gesteinshauer. Und was 17 werden Sie, Jahre. 17 Jahre. Und was werden Sie tun, wenn Sie jetzt woanders hin verlegt werden? Oder was? Ja, ich habe verschiedene Angebote, ich bin noch am Überlegen. Ich möchte noch warten, bis kurz vor Monatsschluss, und dann suche ich mir das Beste aus. Werden die Bergleute jetzt den Großzechen in den Norden des Ruhrgebietes hinterherziehen? Und droht der Stadt Bochum das Schicksal der kommunalen Verödung? Uns hat es als Erste brutal getroffen. Und wir haben als Erste aus dem Tal der Tränen herausgefunden. Als der letzte Wagen Kohle auf Prinz Regent im gleißenden Licht der Scheinwerfer aus dem Schachtkorb rollte, surrten die Filmkameras des Fernsehens, der Wochenschau und der Jahresschau. Die Bochumer Bürgerschaft wusste zu jenem Zeitpunkt noch nicht, dass bedeutende Vorarbeiten für die Schaffung neuer Arbeitsplätze bereits eingeleitet worden waren. Mit welchem Erfolg? Das wurde am 20. Mai bekannt.
An diesem Tag erfuhr die Öffentlichkeit, dass die Adam-Opel-Aktiengesellschaft in Bochum ein Zweigwerk errichten wird. Dieses Werk soll 1962 die Produktion mit zunächst 7000 Arbeitsplätzen aufnehmen. Die Bergbaukrise hat noch gar nicht alle Ruhrgebietsstädte erreicht. Da bereitet Bochum schon seinen Abschied von der Kohle vor. Fast schon symbolisch wird die Zeche Dannenbaum abgerissen, um an gleicher Stelle das neue Opelwerk entstehen zu lassen. Dann stand das in den Zeitungen, dass erstmal die Stadt Bochum herkommen musste und musste dann die Versicherungen übernehmen. Weil dort wurde ja auch Kohle abgebaut in dem Fall, wenn da mal Bergschäden auftreten sollen. Und wenn die Stadt Bochum herkommt und eine Versicherung für Opel übernimmt, also wusste jeder, jetzt kommt es. Bochum geht also beim Wandel von der Bergbau- zur Automobilstadt ein großes finanzielles Risiko ein. Der Bau des neuen Opelwerkes dauert 2 Jahre. Teilweise sind bis zu 4000 Arbeiter im Einsatz auf der größten Baustelle Europas, so die Bochumer Stadtverwaltung. Nachdem die alten Schachtanlagen unter Tage verpresst sind, wird über Tage in die Höhe und die Breite gebaut. Die Kosten des Werkes werden über 1 Milliarde D-Mark betragen. Dann, am 10. Oktober 1962, ist es soweit. Es ist mir eine besondere Ehre, als Oberbürgermeister dieser Stadt der Freude der Bochumer Bevölkerung über das in ihrem Stadtgebiet entstandene Opelwerk Ausdruck zu verleihen. Einer Freude, der die Bedrückung nach den ersten Zechenstilllegungen in unserer Stadt gewichen ist. Und dann wusste man zu dem Zeitpunkt schon, wenn irgendwas ist und der Laden macht hier dicht, dann gehst du eben nach Opel. Opel war damals schon ein Auto. Über Wochen und Monate sind die Zeitungen jetzt voll mit Stellenanzeigen. Auf den Fluren der Einstellungsbüros herrscht reger Betrieb. Vor allem die handwerklich ausgebildeten Bergleute, die nun ihr zweites Berufsleben über Tage beginnen sollen, werden gesucht. Weil man einfach wusste, Bergleute zu dem Zeitpunkt, oder heute auch die Bergleute noch, sind vertrauenswürdig, man konnte sich auf die verlassen und die waren immer arbeitswillig. Die haben, wenn man gesagt hat, wenn du morgens um 6 Uhr da sein musstest, dann waren die um 6 Uhr da, umgezogen, alles fix und fertig, um ihre Arbeit zu verrichten. Je düsterer die Stimmung in den Schächten des Ruhrgebietes wird, umso eher freunden sich die Kumpel mit dem Gedanken an, einen Arbeitsplatz beim Automobilgiganten anzunehmen. Ich bin seit etwa einem Jahr in diesem Werk hier beschäftigt. Vorher war ich 14 Jahre als Bergmann unter Tage tätig. Es war ein schwieriger Entschluss, meine Arbeit zu wechseln. Aber nach reiflicher Überlegung bin ich zu der Überzeugung gekommen, dass ich hier krisenfester arbeiten kann. Bochum ist jetzt Opel und Opel ist erst einmal Kadett. So heißt das weiße Flaggschiff, das in den nächsten Jahren von den Bochumer Bändern laufen soll. Ja, das erste Auto, was ich gefahren habe, war ein Opel Kadett. Gerade der Opel Kadett war dann auch für den kleinen Mann erschwinglich. Der Opel Kadett, das weiß ich noch, das war ja dann irgendwie ein Auto, das sah ja nicht so aus wie so ein Käfer. Das fing schon an auszusehen wie ein Auto in dem Fall. 5.075 Mark für dieses neue Auto mit selbsttragender Ganzstahlkarosserie und Kurzhubmotor. Der neue Opel Kadett wird als bequemer Viersitzer angeboten. Hier eine kleine technische Raffinesse, verriegelte Vordersitze. Dann habe ich immer geguckt und gestanden und gelacht. Bis ich dann einen Tag einen Vogel gekriegt habe, habe ich mir einen gekauft. Ne? Und nach 6 Wochen kriegte ich dann einen Opel Kadett.
Mit einem rotes Auto, mit einem schwarzen Dach, weiß ich noch wie heute. Mit einer Parkleuchte hinten dran. Das war das L-Modell in dem Fall, wenn man das sieht. Und das war mein Auto. Und dann bin ich hingegangen und habe mir das Ding abgeholt. Und dann standen hier bei uns in der Siedlung zwei ganze Autos, aber beide Opel. Und nach wurden ja erstmal die Leute mehr motorisiert. Und deswegen war Opel die verheißungsvolle Zukunft. Man wird Jahrzehnte später viel über den Niedergang des Opel-Werkes in Bochum sprechen. Doch in den 60er Jahren ist es eine Erfolgsgeschichte. In den Spitzenzeiten laufen täglich fast 2000 Autos vom Band. Und mit den Produktionszahlen wächst auch der Stolz der Beschäftigten. Zu sagen, ich bin Opelaner, hat immer viel eher bedeutet, ich habe einen sicheren Beruf, ich kann meine Familie ernähren. Opel in Bochum, erst Rettungsanker, dann größter Arbeitgeber mit über 20.000 Beschäftigten. Also im Grunde gibt es, glaube ich, in Bochum ganz viele Familien, wo alle Männer bei Opel gearbeitet haben und später in den Zeiten natürlich auch die Frauen mitgezogen haben. Es ist Bochums Erfolgsgeschichte in den 60ern. Die Stadt Bochum profitiert, hatte aber auch hoch gepokert. Denn die Fabrik steht auf einem nicht ganz ungefährlichen Gelände. Die Erde unter dem Werk ist von alten Bergbauschichten durchzogen. Man hat Opel Angebote gemacht, die waren sehr verlockend, einschließlich Verzicht, Opel in Regress zu nehmen, wenn Bergschäden entstanden. Opel wurde abgesichert. Es war ein Risiko für die Stadt Bochum, das riesengroß war. Im Nachhinein muss man sagen, es hat sich gelohnt, ist alles gut gegangen. Und Opel hat produzieren können. Aber es hätte auch schief gehen können. Dann weiß ich nicht, auf was aus Bochum geworden wäre. Vielleicht nur das Ohr zum Weltall. So wird diese kleine Institution auf der grünen Wiese genannt. Hier verwirklicht sich der Bochumer Ingenieur Heinz Kaminski, der Mann mit der Mütze, seinen Traum von einer Volkssternwarte. Mit der Größe der Teleskope wächst auch die Bedeutung von Heinz Kaminski. Der schaut hier nicht nur nach den Sternen, der hört auch ins Weltall hinein. Und das führt im Jahr 1957 zu einer Sensation. Ich habe eben auch ziemlich viel Radio gehört, da ging das ja los. Auf einmal hörte sie piep, piep, piep. Wir wussten ja gar nicht, was los war. Auf einmal sagt er hier unser Olle Kaminski hier von wegen, der Russe, der hat einen Satellit in den Himmel geschossen. Wir haben den Ton. Noch kein Mensch auf der Welt hat den Ton. Aber Bochum hatte den Ton. Schon sind wir wieder 3 Zentimeter größer geworden. Wir aus Bochum. So war's, ehrlich. In der Tat ist Heinz Kaminski 1957 der erste Mensch, der außerhalb der UdSSR die Signale des sowjetischen Satelliten Sputnik empfängt. Eine Nachricht, die seine Volkssternwarte mit einem Schlag berühmt macht. Er hat Leute hingeholt, von denen man nie meinte, dass die je Bochum finden würden. Besuch aus dem Weltall. Die Raumfahrtprominenz zu Gast in Bochum. Der amerikanische Astronaut John Glenn im Jahr 1966 bei Heinz Kaminski. Später folgt dann sogar ein sowjetischer Kosmonaut. Aus Kaminskis Volkssternwarte ist mittlerweile ein Institut für Weltraumforschung geworden. Im Volksmund Kap Kaminski. Ich habe da Hochachtung vor den Ole Kaminski gehabt. Der ist ja auch durch seine Eigeninitiative, hat er das ja sich selbst angeordnet. Wenn einer herkommt und ist Autodidakt und bringt sich dann einfach so dahin. Ist doch verständlich, oder nicht? Ein weiteres Kapitel in der Bochumer Astronomiegeschichte ist der Bau des Planetariums. Auf der Innenseite dieser Riesenschildkröte werden bis zum heutigen Tag die Sternbilder projiziert. Neue Arbeitsplätze entstehen im Dienstleistungsgewerbe im Ruhrpark, einem Einkaufszentrum auf der grünen Wiese. Mitte der 60er kommt diese neueste kaufmännische Errungenschaft aus Amerika nach Deutschland und Bochum ist einer der ersten Standorte. Doch die Bochumer Kaufmannschaft boykottiert den neuen großen Konkurrenten. Nur 4 heimische Unternehmen siedeln sich hier an. Der Rest kommt von außerhalb. Doch die Bochumer Bürger stört das wenig. Und es kommt noch besser.
Seit der Opel-Ansiedlung glaubt die Stadt Bochum an die anziehende Kraft ihrer grünen Wiesen. Die Idee, hier an dieser Stelle soll eine Universität entstehen. Eine Universität ins Ruhrgebiet, früher undenkbar. Man unterstellte ja immer, hier wird mal locht und woanders werden die klugen Leute ausgebildet. Doch es gibt in der Tat den politischen Willen, das Ruhrgebiet mit seiner ersten Universität zu versorgen. Bei der Begutachtung der Standorte ziehen die Landtagsabgeordneten durch das Revier und in Bochum werden sie fürsorglich empfangen. Es war ein kalter Wintertag, doch in Bochum hatte man sich bestens vorbereitet. Auf dem Feldherrnhügel war ein gut geheiztes Spezialzelt mit einer gepflegten Gaststätte aufgestellt. Sogar die warmen Schuhe stehen bereit für die Besichtigung vor Ort. Die Verwaltung hat an alles gedacht. Sowohl in dem Zelt als auch auf einem Aussichtsturm, auf dem vorsorglich Feldstecher bereit lagen, gab Oberstadtdirektor Dr. Petschel den Mitgliedern der Delegation die Auskünfte, die sie in die Lage versetzen sollten, sachlich zugunsten Bochums zu entscheiden. Um die Universität war ja nicht von vornherein entschieden für Bochum. Es ging ja in der letzten Entscheidung um Dortmund oder Bochum. Und in der allerletzten Entscheidung gewinnt Bochum. Eine historische Schlagzeile. In einer spannungsreichen Sitzung hatte sich am Tage vorher der Landtag von Nordrhein-Westfalen mit Mehrheit für das Gelände in Bochum-Querenburg entschieden. Eine knappe Entscheidung. Nach dem Opelwerk soll jetzt in Bochum zum zweiten Mal die größte Baustelle Europas entstehen. Da, wo früher die Bauern in Bochums Süden ihre Felder bestellt haben, soll nun die erste neue Universität der jungen Bundesrepublik entstehen. Der preisgekrönte Entwurf sieht die Universität als Hafen im Meer des Wissens, die Gebäude als Schiffe, die dort verankert sind. Doch die bauliche Umsetzung stößt nicht immer auf Gegenliebe. Leute der Generation, die groß geworden sind mit wunderschönen Häusern, die haben die wirklich sehr verwundert angeguckt, diese Universität. So funktional und so nach dem Motto, kommt da noch was dran oder bleibt der Beton jetzt so? Die Neugierde ist groß, der Zeitgeist der 60er Jahre weniger kritisch. Die Bochumer Bevölkerung ist stolz auf die neue Universität. Eine erste respektvolle Kontaktaufnahme im Jahr 1965. Am 1. Juli nahmen die Bürger Bochums Besitz von ihrer Universität. Zu Tausenden zogen sie hinaus nach Querenburg, jung und alt. Mit Kind und Kegel nutzten sie die Chance des Tages der offenen Tür, um selbst zu sehen, wovon Zeitungen, Funk und Fernsehen ausführlich berichtet hatten. Wer hatte eine Universität? Das waren alle Städte hier von wegen, die unten in Süddeutschland waren oder meinetwegen auch in Norddeutschland. Aber hier in der Ecke war im Moment ja noch nichts. Und dann kriegt der Bochum auf einmal eine Universität mit allem, was drum war. Vor allen Dingen natürlich auch, das muss man aber erwähnen, dass auch aus dem Ruhrgebiet selbst nun Leute plötzlich studieren konnten und zum Studium gingen, die früher entweder nicht studierten, das war die schlechteste Lösung, oder die außerhalb des Ruhrgebietes dann zu Universitäten gehen mussten. Das veränderte sich massiv. Am 20. Oktober morgens um 8 Uhr hatten im Sekretariat der Ruhr-Universität die Einschreibungen begonnen. Als erster erschien Franz Josef König, Student der Rechte aus Hagen, der die Matrikelnummer 10.000 erhielt. 5 Kamerateams, zahlreiche Fotoreporter und Journalisten von nah und fern waren herbeigeeilt, um dieses für eine Universität einmalige Ereignis in Bild, Wort und Ton festzuhalten. Dass diese vielen fremden Menschen ins Ruhrgebiet kamen, war zunächst mal eine großartige Geschichte. Und dass man dann in der Innenstadt völlig fremde Laute hörte, andere Menschen traf, andere Menschen sah, andere Interessen mitbekam, das war für die Entwicklung dieser Stadt unbezahlbar. Die Ruhr-Universität wächst schnell. In den wenigen Jahren, wo aus Schwarz-Weiß bunt wird, steigt die Zahl auf 18.000 Studenten. So die Bilanz des Jahres 1972. Und es werden immer mehr. Sie haben das Abitur bestanden. Was möchten Sie werden? Realschullehrer in Sport und Geografie. Sie studieren? Hier in Bochum, ja. Ich studiere nicht, ich werde Rechtspfleger. Studienrat Sport und Erdkunde. Studieren in Bochum. Ich werde Theologie und Russisch studieren. Ja, ich werde Studienrat Englisch und Biologie studieren hier in Bochum an der Ruhr-Uni. Ich will Kommunalbeamter hier in Bochum werden. Studienrat Englisch und Sport. Sie studieren auch? In Bochum, ja.
ein ganz neues Biotop entsteht. Studenten, Professoren und Opelaner sollen nebeneinander wohnen. Im Herbst 1970 begannen die Arbeiten am Projekt Neues Zentrum Querenburg, das das verbindende Element zwischen der Ruhr-Universität und der Universitätsstadt sein soll. Auf einer Fläche von 2,7 Hektar entstehen hier allein im ersten Bauabschnitt 327 Wohnungseinheiten in Gebäuden, die bis zu 18 Geschosse umfassen. Ein neuer Stadtteil mit einem komplizierten Namen: Universitätswohnstadt. Daraus wird im täglichen Gebrauch schnell die Hu-Stadt. Ausgestattet mit der Bauästhetik der Ruhr-Universität. Viel Beton, viel Grau. Wir hatten nicht genug Wohnungen. Wir mussten Wohnungen bauen. Dort entstanden ja teilweise auch die wenig schönen, ich habe immer gesagt, 100 Meter Haus, den man brauchte. Heute würden wir so nicht mehr bauen. Nee, bestimmt nicht. Das fanden die Leute alle gar nicht so schön. Nee, ist auch nicht, ist heute auch noch nicht schön. Also es hat ja diese Zeit gegeben, auch als ich studiert habe an der Uni, dass man gesagt hat, also bei uns gibt es viel mehr Selbstmorde als an anderen Universitäten, weil die Studenten, die natürlich aus aller Herren Länder auch nach Bochum strömten, sich so unglücklich gefühlt haben, dass die sich aus dem 12. Stock von irgendeinem Studentenwohnheim geschmissen haben. Der Begriff der Betonwüste taucht jetzt häufiger auf. Einst war es der Kohlenstaub, der Bochum grau gemacht hat. Jetzt ist es der Beton. Von der grauen Maus ist auch die Rede, wenn es um die Mannschaft des VfL Bochum geht. Eine etwas abwertende Bezeichnung für ein Team, das aus wenig viel macht. Seit 1971, dem Aufstiegsjahr in die Bundesliga. Im entscheidenden Relegationsspiel gewinnt der VfL Bochum im Heimspiel gegen Osnabrück. Aber so echt sie sich über Tor und Sieg freuen, so gelassen und trocken nehmen sie den Aufstieg hin. Werner Krämer zum Beispiel oder Trainer Hermann Eppenhoff, westfälischer kann man kaum reagieren. Sie wirken so ernst nach diesem schönen Erfolg. Oh, ich bin nicht ernst, bin ein bisschen am Frieren. Jetzt ist es etwas kalt hier. Hermann Eppenhoff, Glückwunsch zur Bundesliga. Ja, wieso, warum? Ich weiß das andere Ergebnis nicht. Und Hans Walitzer freut sich, dass er wieder Erfolg hat. Nein, ich meine, es ist schwer, Tore zu schießen. Und gerade die Leute, die Tore schießen, denen fällt es immer am schwersten. Ich bin froh, dass mir wieder zwei gelungen sind. Freuen Sie sich auf die Bundesliga? Ja, sehr. Endlich, ne? Gott sei Dank. Herzlichen Glückwunsch. Wir danken dem VfL für den großartigen Sieg und den Aufstieg in die Bundesliga. Dem VfL ein dreifaches Lob. Lob! Lob! Es ist gerade das Team aus den 70er Jahren, das den Bochumern sehr am Herzen liegt. Als Kleiner kämpft man gegen die Großen. Ab und zu einmal ein Sieg gegen Bayern München. Ich habe ja immer gegen Spieler gespielt, die vielleicht das Fünffache verdient haben. Und wir hatten immer finanziell sehr wenig Möglichkeiten im Vergleich zu anderen Vereinen und haben es trotzdem geschafft. Absteigen oder nicht, das ist zu dieser Zeit noch eine persönliche Angelegenheit. Schließlich besteht die Mannschaft noch überwiegend aus richtigen Bochumer Jungen. Wir hatten einen Job zu machen. Wir wollten in der Bundesliga spielen. Ein Mitspieler von mir, den Namen will ich nicht nennen, der sagt auch, aber mir ist das egal. Wenn sie absteigen, dann gehe ich woanders hin. Der Junge, hast du mir alle auf der Latte? Ich sage, ich bin hier groß geworden in Bochum. Hinterher zeigen die Leute mit dem Finger, guck mal da, da ist der Absteiger. Ich glaube, es geht gut, es geht los. Ne? Wir hatten welche, die wollten alles geben, um zu gewinnen und die Klasse zu sichern. Und wir haben es immer geschafft. Manchmal hatten wir auch Glück. Titel und Triumphe gibt es in Bochum nicht zu feiern. Trotzdem wird der Fußballstandort weiter ausgebaut. Im reichen Sportstättenangebot wächst das neue Ruhrstadion. Von dem Kenner behaupten, es werde die schönste Fußballarena in Europa. Das Eröffnungsspiel findet übrigens gegen die SG Wattenscheid 09 statt. Ein reines Stadtderby. Denn 4 Jahre zuvor war Wattenscheid
im Zuge der kommunalen Gebietsreform eingemeindet worden, allerdings unter großem Protest. Da blieb auch der kredenzte Schnaps aus dem Infozentrum nur wärmendes Attribut, beschwichtigte aber kaum die hitzigen Gemüter, die nur in der Selbstständigkeit ihren Fortbestand gesichert sehen. In Wattenscheid wird die Aktion Bürgerwille gegründet. Mit einer Unterschriftensammlung soll der nordrhein-westfälische Landtag zur Rücknahme der Gebietsreform gebracht werden. Doch der Protest bleibt erfolglos. In den 70er Jahren endet nicht nur das Kapitel der selbstständigen Stadt Wattenscheid, sondern auch die Geschichte des Bergbaus in Bochum. Die allerletzte Zeche Hannover-Hannibal schließt 1973. In ganz Bochum ist jetzt Schicht am Schacht. Der Abschied von den Zechen wird schnell vollzogen. Die Auftragsbücher der Sprengmeister sind prall gefüllt. So ist der Zeitgeist der 70er Jahre. Schnell weg mit diesen Erinnerungsstücken des Niedergangs. Es bleibt noch ein Ort der Erinnerung, das Deutsche Bergbaumuseum. Das bekommt jetzt sogar einen richtigen Förderturm. Das alte Gerüst der Dortmunder Zeche Germania wird nach Bochum importiert. Das Fördergerüst über dem Bergbaumuseum ist in der Tat inzwischen zum neuen Wahrzeichen für Bochum geworden. Ein Wahrzeichen, das mit Leben gefüllt wird. Ganze Busladungen voll mit Schulkindern durchlaufen jetzt Tag für Tag die nachgebauten Förderanlagen in den Museumsbereichen. Und mit einem Aufzug kann man 20 Meter unter die Erdoberfläche fahren, um die Abbautechniken zu studieren. So kann später jedes Schulkind einmal behaupten, ich war unter Tage. Über Tage war es in den 70ern bunt, kulturell und anders. Nach der Ansiedlung von Opel und der Ruhr-Universität in den 60er Jahren entwickelt sich die Stadt in den 70ern zu einer Marke. Bochum wird zum Ort der Unterhaltung, vor allem der anspruchsvollen, wie im Schauspielhaus Bochum. Wenn Sie heute und damals in Bochum eine Diskussion geführt hätten, das Schauspielhaus brauchen wir eigentlich nicht, das kostet nur Geld. Ich glaube, man hätte sie nicht wörtlich genommen geköpft. Das Verhältnis der Bochumer zum Schauspielhaus, auch heute noch, ist ungebrochen positiv. Das ist ihre Institution. Das Schauspielhaus feiert Besucherrekorde, nachdem im Jahr 1972 ein neuer Intendant sein Amt übernimmt. Peter Zadek. Und sofort ist Leben in der Bude. Sagen wir es vorsichtig, ein Diskussionspunkt zwischen den Parteien war im Jahre 1972 immer wieder das Bochumer Schauspielhaus. Hören und sehen Sie einige Aspekte dazu in einem Bericht von Hildegard Dörre. Mit der Übernahme des Bochumer Schauspielhauses durch den neuen Generalintendanten Peter Zadek zur Spielzeit 1972-73 gab es eine ganze Reihe von Neuerungen, die in der deutschen Theaterlandschaft Furore machten und einmal mehr das Interesse der Öffentlichkeit auf das Haus an der Königsallee richteten. Zadek startet in Bochum mit Kleiner Mann, was nun? Ankündigungen in der Art von Kinoplakaten. Stars am Schauspielhaus. Hannelore Hoger, Heinrich Gieskes und Brigitte Mira. Kleiner Mann, was nun, war meine erste Inszenierung, die ich in diesem Schauspielhaus gesehen habe. Und das sorgte für unglaubliches Aufsehen in Bochum, weil Rosel Zech auf einem Sprungbrett, was in die Manege führte, hätte ich fast gesagt, ins Publikum führte, nackt mehrere Minuten auf diesem Brett stand. Da stand Bochum Kopf. Vom ersten Tag an stehen Zadeks Aufführungen unter besonderer Beobachtung des konservativen Theaterpublikums. Weißt du, das muss an den Erbsen liegen. Die Leute, die sich beschweren, sind meistens immer dieselben. Und sind sehr oft eine sehr begrenzte Gruppe, aber eine sehr wortlaute.
meiner Erfahrung nach, und sehr oft Leute, die Stücke, die zur Diskussion stehen, gar nicht gesehen haben. Und manchmal bringen die ja Schauspieler, das begreifst du ja heute gar nicht mehr, da kriegst du ja einer eine Waffel, wenn du sowas da siehst. Ich bin schon mal da gewesen, da bin ich in der Halbzeit bin ich abgehauen. Ich konnte das nicht mehr ertragen, was die da oben gebracht haben. Ne? Der musste dahin. Auch Heinz Schubert spielt als Ekel-Alfred auf der Bühne des Schauspielhauses. Der Scheel frisst die dicken Hummern in New York, hat er sich. Im Bochumer Theaterfoyer ist jetzt immer was los. Rosel Zech verteilt Theaterhefte und Tana Schanzara verteilt Erbsensuppe. Das kann auch niemand schöner aussprechen. Erbsensuppe. Im Jahr 1956 begann Tana Schanzaras Karriere am Bochumer Schauspielhaus. Sie besitzt also schon eine gewisse Erfahrung, wenn sie nach Chefs und Vorgesetzten befragt wird. Gab es denn einen Intendanten, mit dem Sie besonders gerne gearbeitet haben? Also besonders gerne mit Zadek. Den habe ich geliebt und er mich auch. Sogar die große Maria Schell ist zu Gast an der Königsallee. So sind sie die 70er Jahre. Die Schauspieler kommen nach Bochum, um unter Peter Zadek zu spielen. Und langsam lösten wir uns von dieser Erde und begannen sanft. Das war so ein Provokateur für das, was wir vorher gehabt haben, dass das für die Bochumer hier eine regelrechte Katastrophe war. Und wenn heute die Bochumer so glorreich über Peter Zadek reden, dann muss man der Wahrheit auch mal wirklich das Wort halten. Das war, als er hier inszeniert hat, ganz und gar nicht so. Peter Zadek fördert außergewöhnliche Talente. Wie diesen Darsteller hier bei einem seiner ersten Auftritte auf der Bühne des Schauspielhauses. Herbert Grönemeyer und ein seltener Ausflug in den Rock'n'Roll. Siehst du? 1974 kommt Grönemeyer an das Theater seiner Heimatstadt. 1976 wird er dort musikalischer Leiter. Ich fand ihn nie und finde ihn auch heute nicht. Nie einen sehr guten Schauspieler. Ich glaube, es interessiert ihn nicht, irgendetwas anders darzustellen oder ein Stück zu erzählen oder eine Figur zu beschreiben oder all die Sachen, die Schauspieler eigentlich interessieren. Das interessiert ihn nicht. Es interessiert ihn, dazustehen und so zu sein, wie er ist. Und das ist nicht unbedingt Schauspielerei. Und der lasse ich mich noch lange nicht anfassen. Seinen Durchbruch als Schauspieler schafft Grönemeyer mit seinem Auftritt im Kinofilm Das Boot. Und dann ging das rund. Das hätte ja keiner geglaubt. Ne? Aber der Herbert, das ist so ein typischer Junge, sage ich mal jetzt so, der Junge aus der Nachbarschaft. Richtig bekannt wird Grönemeyer dann 1984 mit der Platte Bochum. Und das muss man sich erst einmal trauen, eine Platte Bochum zu nennen. Schließlich will man sie ja auch verkaufen. Also, dass sich jemand hinstellt und über die Stadt singt, aus der er kommt, macht, glaube ich, bei den Menschen Eindruck. Viel mehr im Herzen als im Kopf. Wenn man ihn auch manchmal nicht versteht, wenn er singt, aber mir ist das ganz wurscht. Und er hat ja auch eine Nationalhymne gespielt, die hier für uns erfunden. Ne? Dieser Typ also, Herbert Grönemeyer, schafft es, das Lebensgefühl einer ganzen Stadt in Worte zu fassen. Ein Meister der spröden Poesie wird er einmal genannt. Dadurch zeigt er sich als Kind seiner Region. Ich glaube, ich habe sehr viel gelernt von den Leuten, obwohl ich eher aus einer bürgerlichen Schicht komme. Von der Art und Weise, so von der Gradlinigkeit, von der Ehrlichkeit. Sie sind also sehr undünkelhaft. Du bist keine Schönheit. Ganz grau. In dem Lied ist ja nicht so, dass Bochum hochgejubelt wird. Dass er seine Heimatstadt beschreibt, auch als eine Stadt, in der man locht wird, in der es Dreck gibt. Aber es ist eben seine Heimatstadt. Und da ist er zu Hause. Liebst dich ohne Schminke, bist eine ehrliche Haut, leider total verbaut. Aber gerade das macht dich aus. Hat mich sehr stolz gemacht, muss ich sagen. Ganz stolz gemacht, heute noch. Wenn ich heute höre, dass Grönemeyer Bochum singt, freue ich mich.
bin ich stolz. Und es berührt mich. Ja. Dann kommen einem manchmal die Tränen, wenn man weiß, Bochum, ich komme aus dir. Weil man hier geboren ist. Das ist einfach so. Wenn man Bochum ist, dann wird der Blutdruck erhöht sich, wenigstens bei mir. Und dann bin ich innerlich so ein bisschen am Zittern, weil ich einfach ein Bochumer Junge bin. Bochum, ich komme aus dir. Bochum, ich hänge an dir. Sagenhaft. Und das macht immer so stolz. Und dann Bochum. Aus ganz Deutschland kommen die Menschen seit 1988 zum Starlight Express, einer rasanten Show, die sich zum erfolgreichsten an einem Ort aufgeführten Musical der Welt entwickelt. Das ist einfach ein Hammer, das Ding. Beschreiben kannst du das nicht, wenn die da mit den Rollschuhen da rumflitzen und machen irgendwie was. Das muss man einfach hergucken und muss das sehen, dann weiß man das. Die Bilanz: über 13 Millionen Besucher des Starlight Express und damit auch der Stadt Bochum. Ja, das wurde aber auch durchaus kontrovers diskutiert. Also kann sich das überhaupt halten? Wie lange bleiben die denn bei uns? Und das ist total teuer. Diese ganzen Sachen auf diesen Rollschuhen, naja, und ich weiß ja nicht. Und diese Lichter, das war ja für die damalige Zeit auch durchaus was Neues. Heute eine Alltäglichkeit. Und dass Starlight Express so lange überleben würde, hat natürlich damals, als es gestartet ist, niemand gedacht. Und nach dem Starlight Express geht man in das sogenannte Bermuda-Dreieck, ein Kneipenviertel mitten in der Innenstadt. Und mittendrin, einmal im Jahr, Bochum Total. Ein großes Musikfest zwischen Bierbänken und Krügen. Früher, für die Bergleute, gab es ja eine Kneipe an jeder Ecke. Und jetzt kam die Ruhr-Uni und die Kneipen an jeder Ecke, da waren ja auch meistens dann auch die Älteren. Jetzt musste ja was für meinen Geschmack, für junge Leute entstehen. Und ich denke mir, die Ruhr-Uni, die hat schon dazu beigetragen. Denn das ist doch jetzt das moderne Bochum. Und dort gibt es Kohle und Stahl jetzt nur noch unter Denkmalschutz. Die Jahrhunderthalle, früher die Gaskraftzentrale des Stahlwerks Bochumer Verein, heute ein Ort für Veranstaltungen aller Art. Wie Urbanetics, Streetartistik und Akrobatik. Modernes in alten Gemäuern. Wenn man mit der Vergangenheit lebt, dann lebt man zweimal. Man darf nur nicht in der Vergangenheit leben. Das ist verkehrt. Und da ist man dann wieder bei den Maischützen, die ja auch im 21. Jahrhundert noch unterwegs sind. Auch wenn ihr Auftrag, die gestohlenen Kühe des Grafen Engelbert zurückzuholen, schon über 600 Jahre zurückliegt. So bleibt Bochum doch trotz der vielen Wandel eine Stadt der Tradition. Man denkt an sein Bochum und sagt, also da bin ich angekommen, da bin ich einfach zu Hause und ich möchte gar nirgendwo anders sein. Ich möchte einfach nur in Bochum sein. Bochum heute. Viel Bekanntes, wenig Neues. Es wird mal wieder Zeit für einen Wandel.